Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Dark Souls Remastered. Genau, also ihr wisst ja eigentlich, wollte ich im nächsten Part leveln. Bis jetzt habe ich es nicht gemacht, weil ich gehört habe, ich bin wohl schon überlevelt. Und das ist sozusagen der erste Part, der kommt nachdem die anderen Parts, der erste Part online gegangen ist. Und natürlich muss ich gleich Arthur danken. Entschuldigung, Leute. Der hat mir gleich einen wertvollen Tipp gegeben. Und zwar habe ich mich ja beschwert, kann man den Spieler nicht springen? Das wäre praktisch. Man kann springen, indem man zweimal eine gewisse Taste drückt. Ich muss nur gucken, welche das ist. Toll. Irgendwie finde ich die Taste nicht, aber er hat gesagt, er kann springen, indem er die Boot-Taste drückt. Das Problem ist nur, er weiß nicht, welche Taste das seiner Xbox ist. Ja, ich drücke zweimal A, es passiert nichts. Ja, das war jetzt so nicht geplant. Vielleicht, wenn ich mich bewege. Okay. Also ich kann zumindest mich rollen. Ah. Ich hab's gefunden. Ja, natürlich gleich falsch gemacht. Das ist nicht die A-Taste, es ist die B-Taste. Gut, vielleicht hat er... Er hat gesagt, es müsste die A-Taste sein, aber tatsächlich ist die Renntaste bei mir die B-Taste. Das ist aber gut zu wissen, auch wenn es jetzt gerade ziemlich in die Hose gegangen ist. Des Weiteren habe ich auch mal geguckt, wie man jetzt den Minotaurus besiegt. So wie ich das gemacht habe, hätte man den sowieso niemals besiegen können. Dafür haut er einfach zu kräftig rein. Die Levelung in diesem Spiel ist nämlich komplett irrelevant. Die Gegner sind immer zu stark. Die leveln, glaube ich, mit oder so. Also erstmal, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben, weg hier. Oh, das ist gemein. Jetzt hat sie meine Verteidigung durchstoßen. Das war auch unfair, dass gleich drei auf einmal hochgekommen sind. Vielleicht hätte ich auch einfach durch die Tür gehen sollen. Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Vielleicht geht's auch, ich weiß es nicht, dass man durch die Tür dann einfach gehen kann. Habe ich noch nicht ausprobiert. Beziehungsweise ich hab's ausprobiert, aber da wurde mir nichts angezeigt. Daher dachte ich das. Und ja, ein Thema, das ich vielleicht hier kurz mal ansprechen möchte. Ist es vielen von euch aufgefallen, dass ich so stark huste. Und garantiert sagen auch viele da in den Kommentaren, oh mein Gott, hast du Corona? Leute, ich möchte euch nicht schockieren, aber tatsächlich herrscht bei mir der Verdacht auf Corona. Kein Scherz. Ich habe halt nur sehr starke Abwehrkräfte, deswegen sich das bei mir in einer Art Erkältung äußert. Und getestet wurde ich auch noch nicht, weil... Also, es ist sau schwer momentan getestet zu werden. Auf Corona. Weil... Ja. Aha. Ist die Leiter. Ha, er kommt nicht hoch. Das finde ich göttlich. So.
Gut. Dann von hier aus sollte man einfach auf den Gegner runterspringen können, auf dem Minotaurus. Ja, auf jeden Fall, ich bin noch nicht auf Corona getestet worden. Kann sehr gut sein, dass ich es habe. Ich habe sämtliche Symptome. Aber ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen, weil bei mir ist nicht die Gefahr, dass ich dran sterbe. Momentan bin ich in Quarantäne. Nur. Und Rico übrigens auch, weil, ja. Er zeigt zwar noch keine großen Symptome, aber wohnt halt mit mir zusammen. Also wenn er mich mal kurz entschuldigt. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Okay. Da hat er eigentlich meine Strategie. Ja, so viel dazu. Eigentlich sollte man es wie beim ersten Boss nämlich machen, aber irgendwie kriege ich diesen Angriff einfach nicht hin. Ich müsste da noch mal gucken, wie man den macht. Weil ich greife ja an, oder muss ich vielleicht erst zweimal. Ich glaube, ich muss vielleicht die Sprung springen und dann. Das kann sein. Das kann sein, dass ich springen muss. Ja, springen habe ich in dem Spiel definitiv noch nicht so drauf. Daran müssen wir noch arbeiten, dann springen. Ach, leckt mich doch. Ja, jetzt doppeln die mich. Ah, nee, doch nicht. Erstmal wieder durch die Tür, man kommt ja durch. So. Die können mich dadurch angreifen. Auch gut zu lernen. War gut. Was war ein Versuch wert? Oh Mann. Solange ich da bin, kann ich mich ja auch dann heilen. Dann ist das alles kein Problem. Aber der springt dann halt auch da hoch, muss man dazu sagen. Der Gegner. So. Ach, leck mich doch. Der erwischt mich immer. Naja, erstmal zum Boss zu kommen, ist halt so eine Sache. Na gut, vielleicht sollten wir auch mal damit anfangen, die Gegner wegzulocken, dass es nicht so viele sind. Na komm her. Kuh.
Das tue ich lieber doch mal verlassen. Das war gerade scheiße. Komm. Trottel. Das ist so blöd. Junge, ich bin hier. Meine Güte. Ach, da kommt schon der nächste. So. Gut. Leck mich doch. Ja, wichtig ist, dass wir da durchkommen. Da können wir uns erstmal oben heilen. Dann können wir doch mal den Boss versuchen. Da werde ich auch als allererstes mal das überhaupt testen. Toll! Jetzt habe ich die Kalat gemacht. Oh Mann. Ich möchte eigentlich den Part schon den Boss schaffen. Ne? Aber teilweise frage ich mich auch, welche, ja, Rage kann man das schon nennen, oder? Toll. So viel dazu. Es glückt da ein bisschen durchzukommen. Oh Mann. Also wegen der Quarantäne, das spricht natürlich zum Zeitpunkt des Videos, wo ich es aufnehme. Das ist der 15.3.
Am Montag wird erst der Test gemacht, wenn alles gut läuft. Wenn wir den Hausarzt nochmal erreichen. Leck mich doch. Es wäre schön, wenn ich hier so eine Art Ding wäre. Ein Feuer. Ach Mensch! Jetzt komme ich gegen die nicht an. Ich bin am überlegen, Brandbomben zu werfen. Aber dafür müsste ich die erst im Inventar ausrüsten. Da habe ich natürlich nicht geguckt, wie das geht. Tue ich das jetzt als allererstes mal machen. Vielleicht auf Select, also Black. Back. Back heißt die Taste, glaube ich, bei Xbox. Ja, Back. Jetzt muss ich niesen wieder. Ah. Okay. Nein, das ist Geste. Oh, genau, jetzt habe ich kein Tuch. Okay, Leute, ich werde den Part an der Stelle schon beenden. Das war so nicht geplant, aber ich muss jetzt erstmal das mit meiner Nase machen. Oh Gott, tropft. Bis gleich, Leute. Also bis zum nächsten Part. Okay, ich mach doch weiter. Ich habe erst gesehen, dass wir 17 Minuten haben. Das ist mir dann für ein Part doch zu kurz. Ja. Halt, das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Gegenstände. Ah. Phantomverband, nach Hause zurückkehren. Brandbombe. Blockiert, bedingt. Verbrannen. Verbannen, nach Hause zurückkehren. Bedingt. Estus-Reflexion. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Da hätte ich gerne noch mal dabei. Ja, nehmen wir die Brandbombe. Das glaube ich ist ein effektiveres Mittel. Auf jeden Fall besser als alles andere, was wir gerade haben. Meine Güte, hier ist eigentlich, wenn man so bedenkt, recht viel los. Aber wenn der mich erwischt, läuft es meistens besser. Ja, lass mich einfach durch. Danke. Ein paar Schritte gehen können wir ja schon mal, damit wir nicht von irgendwas getroffen werden, vor allem hier. Okay. Aufklettern. So.
Ja, also es geht doch. Und jetzt auf jeden Fall die Flakos einsetzen, ne? Aha, okay, also wenn ich das richtig verstehe. Ich kapiere nicht ganz, wie man nochmal diesen hä? Ich drück gar nichts. Junge, ich drück nichts. Weil meine Nase wieder läuft. Oh, ach Gott. Ich weiß leider, viele sagen, hä? Corona hat doch gar nicht die, wie heißt es nochmal? Den Effekt, dass man Schnupfen oder so hat, das hat einen anderen Grund. Und dadurch, dass ich so viel husten muss, kriege ich Nasenbluten. Dadurch denkt meine Nase, dass sie verstopft ist und will die ganze Zeit die Verstopfung raus machen. Und deswegen habe ich erhöhte Schleimproduktion. Sprich, das ist wie im Winter, wenn man. Ja, ich weiß nicht. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Es gibt einen harten Angriff und es gibt einen kleinen Angriff. Wie macht man nochmal den kleinen? Ja, super. Wie macht man nochmal den kleinen Angriff? Ich check grad nicht, wie man den kleinen Angriff macht. Ich hab's ja schon mal hingekriegt, das ist ja der Witz. Also noch circa 10 Minuten mache ich den Part. Na gut, notgedrungen werde ich Brandbomben einfach werfen, ne? So ist es nicht. Boah. Ich will den Angriff jetzt erstmal hinkriegen. Muss ich dafür zwei Knöpfe gleichzeitig drücken? Wenn ich das mache, dann geht's nicht. Ich muss das, glaube ich, ich muss erst runterspringen. Also springen in dem Spiel ist scheiße. Das sage ich gleich mal vorweg. Das Erste. Ach Gott, mir reicht's. Erstmal was saufen, ne? So. So, komm. Und ich bin schon wieder weg. Du Trottel! Was machst du? Der macht überhaupt nicht, was ich will. Also ganz ehrlich, ich krieg einfach den Angriff nicht hin. Ich bin daran überlegen, da tatsächlich mal den Let's Play Part zu gucken, einfach um zu sehen, wie es die Leute machen mit welcher Knopfbelegung. Weil ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ich guck mal, ob es da irgendwie. Das Problem ist, es gibt kein Ding, kein Teil, wo man nachschlagen kann. Zumindest habe ich das noch nicht gefunden. Kein Tutorial, Knopfbelegungsgedöns. Ihr wisst, was ich meine. Das gibt es am Anfang und danach nicht mehr. Wenn man mal nach einer Weile wieder spielt, hat man voll
das Ding vergessen. Optionen. Machen wir mal dort. Vielleicht finden wir es dort. Optionen, Steuerung, Anzeige. Okay, nö, das ist es nicht. Status. Gibt es eine Art? Denk, Tutorial. Saat Item Gedöns. Nö. Ich sehe da jetzt auch nichts. Das ist eklig. Gut, aber an der Stelle werde ich wirklich den Part beenden. Ich muss da jetzt erstmal nachgucken, was die Knopfbelegung ist. Das ist jetzt peinlich, aber es geht nicht anders. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao, Leute. Wirklich.